Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Für diese schwierige Aufgabe. Und jetzt geht's los. Die Gäste aus Lippstadt in Weiß. In der ersten Hälfte von rechts nach links die Fortuna in Rot und Weiß gestreift. Schaffen es noch nicht wirklich, den Ball auch mal selber länger zu halten. Kim Brechmann mit einem kleinen Kunststück. Kevin Brechmann. Ein wunderschönes Tor. Die den Ball zurückerobern. Brechmann. Sehr starke Einzelaktion. Kevin Brechmann. Bisherigen Offensivbemühungen der Lippstädter auch in Hälfte 1. Und auch Örnek hinten jetzt nicht konzentriert genug. Der könnte fatal werden, wenn Knappe und LV sie schnell genug gespielt kriegen. Kein Abnehmer in der Mitte für die eigentlich gute Hereingabe von Elfausi. Ziemlich ideenlos von Lee. Und das ist ein klasse Ball von Kalonji auf Montero. Monstertat von Westphal. Wenn es schnell geht mit Majetic. Kalonji im Zentrum ist Knappe. Kalonji viel schneller als Örnek. Und wieder ist Westphal zur Stelle. Der Ball ist trotzdem drin. 67. Minute. Vermutlich die Vorentscheidung. Auch der so wichtige Kapitän der Lippstädter. Und da ist gleich der Neue. Maximilian Franke. Mit der Abschlussmöglichkeit und dann Botzek vor Altun. Riesentackling vom Fortuna-Kapitän. Das Team in den nächsten Wochen lebendig bleibt in diesem harten Abstiegskampf. Brechmann ist nochmal mit der Chance und wieder Westphal. Allerdings Golik für den Abstauber zur Stelle. Kriegt heute also auch noch sein Tor. Der Top-Torjäger der Fortuna, Kilian Skolek. Den Abpfiff von Jonas Fischbach und der kommt dem jetzt auch nahe. Die Fortuna aus Düsseldorf schlägt den SV Lippstadt mit 3:0 und vergrößert die Sorgen der Ostwestfalen. Nee, ich mach's nicht nochmal. Ja. Hier könnt ihr eine Playlist euch anschauen. Da gibt es ein ganz tolles Video von uns. Und da könnt ihr uns abonnieren.